Immer wieder zum Erstaunen bringt der Sommerball Laxenburg seine Gäste. Zum 25. Sommerball hat das Schloss und seine Besucher nicht mit den Reizen gespart. Was gibt es Besonderes für die Gäste des 25. Sommerballes? Bei uns war es in den letzten 25 Jahren schon immer wieder Bälle mit zahlreichen Highlights. Wir haben heuer wieder den Heißluftballon, den haben Sie vorher schon gesehen. Da kann unser Publikum auf einer Leine hinauffahren und das Ballgeschehen von oben besuchen. Dass die Highlights ist, dass wir eine ganz, ganz tolle Tanzband haben, dass wir eine gelungene Eröffnung auch mit den Ballettschülern der Ballettschule Biedermannsdorf hatten. Und natürlich als besonderen Gast um Mitternacht Andreas Steppan mit einem Showprogramm. Wie lange hat die Vorbereitung gedauert? Naja, die Vorbereitungen beginnen im November und das ist quasi die Vorbereitung für die ganze Saison. Also wir werden immer so Mitte November beginnen wir und das geht so kurz bis Weihnachten und dann beginnt schon die Ballsaison ab Jänner. Und mit der Formation tanzen wir eigentlich immer eine komplette Saison und ab November geht es dann wieder mit was Neuem los. Was glauben Sie, macht den besonderen Reiz dieses Balles aus? Ganz einfach das schöne Ambiente des Schlosses und dass man vor allem in den Park hinaus kann. Das ist ganz wichtig. Man kann auch mehr Gäste empfangen und es ist lockerer. Mit Stolz kann ich sagen Laxenburg. Denn es ist das Ambiente, das wir bieten können, das ist sicherlich in der Region einzigartig. Und dieser Schlosspark hier mit diesem blauen Hof, mit dem Konferenzzentrum, das hat ein ganz besonderes Gefühl, das es vermittelt. Und wenn ich mir hier jetzt die vergangenen Jahre und Jahrzehnte Revue passieren lasse, es ist dieser Ball jedes Jahr ein Riesenerfolg. Und da gehört natürlich ein großes Engagement dazu und ein Dankeschön an den Kulturverein Alt-Laxenburg mit dem Obmann Helfried Steinbrucker. Denn alleine das, was heute schon im Rahmen der Eröffnung geboten wurde, das ist unglaublich von der Organisation her und auch von der Qualität her. Hunderte Menschen stehen in der Schlange, um das Schloss Laxenburg von oben zu sehen. Ist es die Wartezeit wert? Also wir haben Gott sei Dank nicht so lange gewartet, aber es zahlt sich aus, auf das Ereignis ein bisschen hinzuwarten. Wie sieht das Schloss von oben aus? Sehr schön. Genauso schön wie von unten. Aber es ist ein Erlebnis, das einmal zu machen. Wie gefällt Ihnen der Sommerball? Momentan sehr gut. Und was? Die Musik gefällt mir gut. Und da haben wir das Glück, haben wir ein ausgesprochen schönes Wetter zu erwischen. Da haben wir auch im Freien tanzen. Und somit sind eigentlich unsere Wünsche erfüllt.